So, und herzlich willkommen zu einem neuen Orakel auf meinem Kanal. Heute das Spiel Bayern gegen Stuttgart. Leider das letzte Orakel für diese Saison jetzt. Es gibt noch ein Orakel für das DFB-Pokalfinale. Ja, ich denke mal, ich starte jetzt. Erste Halbzeit und es geht los. Fangen wir mal an. Die ersten 25 Minuten der ersten Halbzeit beginnen. So, Bayern zu Hause. Heute drehe ich es. Heute hat Rafinha und Robben die Verträge verlängert. Richtig cool. Und Miro Klose wird U17 Trainer bei Bayern München. Lars Bender von Leverkusen, dann hier Nikolai Müller vom HSV, der hoffentlich absteigen wird. Sorry für alle HSV-Fans, aber so ist es. Dann hier Guilabogi von Wolfsburg, Takuma Asano von Stuttgart. Oh hier, Alter, die Meisterschale. Von der zweiten Liga. Die fehlt mir sogar noch. Richtig cool. So, dann kommen wir zu den letzten 20 Minuten von der ersten Halbzeit. Und es steht immer noch 0-0. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr tippt. Hier haben wir dann Charles Aranguiz von Leverkusen. Philipp Kostic vom HSV, Yunus Malli vom Wolfsburg und hier haben wir Christian Gentner von Stuttgart. Somit das 1-0 für Stuttgart und direkt der Ausgleich von Arjen Robben. Er zieht wieder von rechts in die Mitte und schließt dann wieder mit seinem gekonnten Schuss ab. Somit steht es zur Halbzeit 1-1. Ich gucke mal, ob ich hier niemanden übersehen habe von Stuttgart oder von Bayern, aber oh doch. Oh, sorry Leute, sorry. Das war mein Fehler, aber mir ist noch aufgefallen. Also es steht 2-1 für Stuttgart. Ich habe es noch schnell korrigiert. So, also Halbzeit und wir kommen zu den nächsten, zur zweiten Halbzeit und wir starten. Die ersten 25 Minuten der zweiten Halbzeit. Ja, wenn man die Sticker so schnell hier auspackt, dann übersieht man halt mal was. Hier haben wir Dominik Kor von Leverkusen, Steven Zuber von Hoffenheim, Kuh von Augsburg und hier haben wir Ginczek mit dem 3-1 für Stuttgart und letzter Sticker ist Konoplyanka von Schalke. Eieieiei. Stuttgarter nehmen hier im Orakel die Bayern. So, letztes Stickertütchen. Hier haben wir dann Retzos von Leverkusen. Dann hier Kaderabek von Hoffenheim. Yannick Gebhardt oder Gerhard Hart, so von Wolfsburg. Ach je, und hier haben wir dann schon das 4-1 für Stuttgart durch Akolo. Eieieiei. Und letzter Sticker ist Guido Burgstaller. Somit geht das Orakel 4-1 für Stuttgart aus. Also mein Tipp wäre eigentlich ein 3-1 für Bayern. So, ich hoffe, euch hat das Orakel gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.